Deadpool Wolverine ist seit dem 24. Juli im Kino zu sehen. Der Marvel-Streifen mit Ryan Reynolds, 47, als Deadpool und Hugh Jackman, 55, als Mutant Wolverine lässt bereits jetzt die Kinokassen klingeln. Wie Deadline am Dienstag, 30. Juli, berichtete, stand der Film zu dem Zeitpunkt bei 496,3 Millionen US-Dollar an weltweiten Einnahmen. Mit 260,5 US-Dollar spielte er mehr auf internationaler Ebene als in den USA ein. Mittlerweile hat der Marvel-Streifen demnach die halbe Milliarde US-Dollar geknackt. An seinem ersten Wochenende eroberte Deadpool Wolverine bereits sowohl in den USA als auch weltweit die Nummer 1 der Kinocharts. Zunächst wurde berichtet, dass der Film in seinem Heimatmarkt 205 Millionen US-Dollar einspielte, global 438,3 Millionen. Disney erhöhte die Schätzungen von Sonntag noch einmal am Montag und brachte das Gesamtergebnis des Eröffnungswochenendes auf 444,1 Millionen Dollar. Das weltweite Startergebnis überholte damit Avatar: The Way of Water von 2022 mit 439 Millionen Dollar. Das ist irgendwie schwer zu verarbeiten, erklärte Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds in einer Instagram-Story. Aber danke an alle, die sich den Film am Wochenende angesehen haben. Rund 6 Jahre nach den Ereignissen aus Deadpool 2 hat der früher als Deadpool bekannte Wade Wilson, Reynolds, sein Superheldendasein an den Nagel gehangen. Gemeinsam mit dem ehemaligen X-Force-Mitglied Peter, Rob Delaney, 47, verkauft er stattdessen Autos. Die Beziehung zu seiner großen Liebe Vanessa Morena Baccarin, 45, ist zerbrochen. Da tritt überraschend die Time Variance Authority auf den Plan und informiert Deadpool, dass er einen Wolverine, Jackman, finden muss, um das gesamte Universum zu retten.